Er wird Sie in Deutsch, Physik und Chemie unterrichten. Chemie auch? Radium ist ein zweiwertiges Element, welches die Eigenschaft hat, im Dunkeln zu leuchten. Da muss ich doch irgendwas verwechselt haben. Wie war denn das nur? Ich weiß nicht, ich habe hier Natriumchlorat mit Zucker vermischt. Ich kann das schließlich zum Lehrstoff für die Mittelstufe. Und, und dann auf einmal... Haben Sie Schwefelsäure darüber getropft und bumm. Ja, bumm, das ist... Was schlagen Sie vor? Legen Sie Feuer, bitte. Feuer habe ich auch. Sehen A, Physik war normal. Das ist ja... Ich weiß was. Ja? Den Van de Graafschen Bandgenerator. Das ist eine große... Was ist denn das? Wie heißt wohl dieser große Chemiker? Maggi! Liebig! Und nun werden die positiven Ladungen... Moment, nicht so schnell. Die positiven Ladungen? Die positiven Ladungen auf diesem Band nach oben transportiert in diese Kugel und influenzieren dadurch diese andere, die erdige Kugel, mit negativen Ladungen. Positive Ladungen influenzieren auf diesem Band negative Ladungen. Die Ladungen sammeln sich auf dieser Kugel und überspringen in Form eines Funkens auf die andere Erdkugel. Auf die andere geerdete Kugel. Was ist das hier für ein Murksbetrieb? Um den Funken nun ganz deutlich sichtbar zu machen, tauche ich diesen Wattebausch hier in Äther. Ich schalte den Apparat nun ein. Hier bitte der Funken. Und nun, Achtung! Um Himmels Willen, wenn das der Schriftsteller ist, dann macht er aus uns am Ende noch einen Roman. Oder gar einen ungezogenen Film. Meine Herren, das ist bereits geschehen. Aber Sie brauchen keine Besorgnisse zu haben. Ich habe alles so stark übertrieben, dass kein Mensch Sie wiedererkennt. Ein haarsträubendes Experiment. Guten Morgen. Sie sind da ein wenig in das Papier. Übrigens, ein solches Gymnasium, wie wir das hier haben, mit solchen Magistern wie Sie und solchen Lausejungs wie ich, das gibt es ja gar nicht. Sie werden natürlich sofort bemerkt haben, meine Herrschaften, dass diese ganze Geschichte frei erfunden ist. Ich will auch gerne öffentlich bekennen, dass ich die ganze Geschichte von A bis Z erlogen habe. Die Schule, den Direktor, die Lehrer und die kleine Eva. Ja, sogar mich selbst habe ich erfunden. Ja, dass es so ein Gymnasium wie dieses in Deutschland gar nicht gibt. Sowas würde sofort in die Luft gesprengt. Halt, halt, halt. Schulen bei uns sehen ganz anders aus. Nämlich so. Oder sollte ich mich vielleicht geirrt haben? Salut. Wahr an der ganzen Sache ist nur der Anfang. Die Feuerzangenbowle. Wahr sind nur die Erinnerungen, die wir mit uns tragen. Die Träume, die wir spinnen. Und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen wir uns bescheiden.